Herzlich willkommen zum Derivate Deep Dive hier auf dem YouTube-Kanal von comdirect. Ich bin Andres Lipko und freue mich, dass ihr dabei seid. Natürlich dieses Mal wieder mit dabei Dirk Grunert von Morgan Stanley. Hallo Dirk, ich grüße dich, dass du dabei bist. Hallo, viele Grüße. Und heute auch mal wieder dabei Thomas Seufert von der Börse Stuttgart. Hallo lieber Thomas, schön, dass du heute auch die Zeit gefunden hast, hier mit dabei zu sein. Hallo zusammen. Ich habe mir so ein bisschen gedacht, dass wir natürlich mal, wenn wir in dieses Dreigestirn bilden und wir ja alles Händler sind, die auch noch die Zeiten vor dem computerisierten Handel kennen und natürlich auch so ein bisschen ja, die Möglichkeit sich jetzt einfach dargibt, mal die verschiedenen Blickrichtungen eben zum Handel an den Börsen zu durchleuchten. Da würde ich gerne mal natürlich genau dieses Thema besprechen. Und als erstes vielleicht mal, Dirk, wie ist dann eigentlich deine Historie? Wie bist du denn zum Handel gekommen? Kennst du noch die alten Zeiten, wo man tatsächlich vielleicht noch auf dem Parkett irgendwelche Makler angerufen hat und da Orders durchgegeben hat? Oder bist du eigentlich eher ein Kind des modernen Computerhandels? Also, das ist ganz schwer bei mir zu sagen, weil ich direkt im Derivatehandel angefangen habe und der war schon immer relativ digital, aber durchaus der Röhrenmonitor stand noch bei mir auf dem Trading Floor und wir hatten auch durchaus noch die Stechkarten, also ein Gerät, was uns die Uhrzeit für die Tickets auf ein pa Stück Papier gepresst hat. Also da bin ich doch noch mit groß geworden. Aber es gab schon den elektronischen Handel. Und Thomas, natürlich auch die Frage an dich. Du bist ja Geschäftsführer in der Geschäftsführung von der Börse Stuttgart. Was für einen Bezug hast du denn zum Börsenhandel? Bist du direkt auch am Börsengeschehen beteiligt gewesen? Oder welche Rolle hat die Börse, insbesondere natürlich auch der alte Parketthandel, für dich denn gespielt? Also in die Geschäftsführung habe ich es noch nicht geschafft. Ich bin Abteilungsleiter. Genau, also die Stechkarten kenne ich auch nicht mehr. Ich bin jetzt seit knapp 18 Jahren dabei. Aber natürlich hat sich in der Zeit auch schon relativ viel automatisiert. Neue Technologien haben ein bisschen eingefunden und sehr viele unterstützende Hilfsmittel haben wir mittlerweile zur Hand bekommen. Dann bleibe ich gleich mal bei dir, Thomas. Was für eine Rolle spielen denn die Börsen, gerade die Börse Stuttgart, für den Privatanleger in Deutschland? Was für eine Rolle bei den Investment- und Trading-Entscheidungen? Genau, also einen sehr hohen, aber nicht nur bei Privatanlegern, sondern generell Anleger schätzen unser Angebot sehr. Unser Ziel ist es, einen bestmöglichen Service sämtlicher Assetklassen aus einer Hand zu bieten und dem Privatanleger ein Level Playing Field gegenüber den institutionellen Anlegern zu bieten. Das machen wir nehmen Börsenneulinge und Einsteiger an die Hand durch Bildungs- und Informationsveranstaltungen und versuchen so die Anlegerbildung weiter zu fördern. Und Dirk, jetzt natürlich auch die Frage, was für eine Rolle spielen denn die Parkettbörsen, vielleicht auch internationaler Natur, noch bei den institutionellen Investoren? Sind die tatsächlich noch dort aktiv oder spielt sich das Ganze eher auf den elektronischen Highways ab, in den Blackrooms dieser Welt oder Darkrooms? Wo ist es da im Endeffekt? Ist es tatsächlich noch vonnöten, aus der Sicht eines Institutionellen an den Parkettbörsen zu agieren? Also ich glaube, da muss man zwei Perspektiven sehen. Das große Volumen ist tatsächlich mittlerweile auf dem elektronischen Handel und tatsächlich nicht mehr auf dem Parketthandel. Aber durchaus hat es noch eine Begründung, warum wir den Parketthandel haben. Und das sind Informationsaustausch, ja. Also es ist immer ganz, ganz schwierig, Informationen mitzubekommen, gerade wenn wir normalerweise ja nur vor dem Monitor sitzen. Das heißt, die Informationen von einem Unternehmen bekomme ich immer ganz gut mit. Dafür hat auch jedes große Unternehmen, auch Morgan Stanley, extra ein Team, was Informationen uns immer mitgibt, sodass wir uns darauf einstellen können. Auf der anderen Seite ist es natürlich dann ganz schwer, die Informationen von anderen Handelsteilnehmern mitzubekommen, weil man sitzt ja nur vor dem Screen. Und da sind Parkettbörsen natürlich immer noch relevant, um Informationen zu haben. Und deswegen gibt es die auch tatsächlich noch. Ein weiterer Grund ist natürlich die schöne Kulisse, und das darf man auch nicht irgendwie kleinreden. Natürlich freuen wir uns, wenn immer von der Börse berichtet wird. Das machen die Stuttgarter, das machen auch die Frankfurter. Und das finde ich eigentlich auch immer noch ganz, ganz gut, weil Börse ist was zum Anfassen. Wir kaufen Teile von einem Unternehmen. Emotionen sind ganz wichtig und ich finde es einfach schade, wenn wir alle nur noch vor dem Monitor sitzen würden. Nee, da hast du vollkommen recht. Schön zusammengefasst, so ähnlich oder beziehungsweise so sehe ich es auch. Ist halt immer wieder auch spannend zu sehen, dass natürlich so ein bisschen die alte und die neue Welt eigentlich schon Berechtigung haben. Und dann geht auch nochmal die Frage an Thomas: Was für Vorteile bringt denn der Handel an der Börse Stuttgart, an den Parkett- oder Präsenzbörsen für den Privatanleger oder die Anlegerschaft allgemein? Also generell klare Regeln.
Jeder an der Börse oder an der Börse Stuttgart ermittelte Preis ist ein Börsenpreis und trägt somit ein vom Börsengesetz definiertes Gütesiegel. Börsengesetz, Börsenordnung, Geschäftsbedingungen und andere Rahmenbedingungen schaffen im Endeffekt ja, schaffen die Rahmenbedingungen für den Handel, welcher dazu noch von einer öffentlich-rechtlichen Überwachungsstelle auch überwacht wird. Wir bei uns in Stuttgart haben darüber hinaus noch unser Best-Preis-Prinzip, welches eine Kombination aus Orderbuch und Referenzmarkt darstellt und somit auch außerhalb der Kernhandelszeiten den bestmöglichen Preis ermöglicht. Und wenn wir schon dabei sind bei elektronischem Handel, Präsenzbörsen, wir haben mit unserem hybriden Marktmodell, welches ein voll elektronisches Handelssystem mit echten Händlern noch kombiniert, haben wir sozusagen das Beste aus, das Beste von Mensch und Maschine. Und dieser Vorteil macht uns auch, diesen Vorteil können wir auch nutzen und ermöglicht uns, dass wir dank Liquiditätsspenden gewisse Teilausführungen vermeiden können, die wirtschaftlich nicht sinnvoll sind. Ja, spannend. Man sieht also auch hier, dass sich die alte mit der neuen Welt sozusagen zu einer dann im entsprechenden hybriden Welt vereint hat und das natürlich auch Vorteile Genau. entsprechend für die Anleger und für die Privatanleger oder Institutionellen bringen kann. Dirk, jetzt nochmal eine Frage an dich oder an Morgan Stanley. Es gibt ja jetzt eine Aktion mit der Börse Stuttgart, deswegen ja auch so ein bisschen auch das Format hier und natürlich auch die Frage. Da ist ja doch eine Neuerung drin, die man ja aus dem Börsenhandel so nicht kennt. Ihr habt euch ja sozusagen committed, auch für den Parketthandel im Derivatebereich, natürlich in euren Produkten. Und dort gibt es eine Cashback-Aktion. Kannst du dazu ein bisschen was sagen und natürlich auch, was sind denn die Gründe gewesen, warum ihr das gemacht habt? Also das ist ganz sicherlich, um erstmal Aufmerksamkeit zu geben. Es war tatsächlich ein Trend und zwar lag das an meiner Kostenstruktur, weil, wie es gerade der Kollege ja schon beschrieben hat, ist ein Börsengehandelsprodukt ein sehr viel komplexeres Produkt, weil ich eben viele Funktionen noch habe, eine andere Aufsicht habe und da muss man einfach sagen, das ist natürlich auch teurer, was zum Konsequenz geführt hat, dass man tatsächlich immer mehr sogenannte OTC-Transaktionen gemacht hat. Das sind dann elektronische Handelssysteme, die nicht auf dem Börsenplatz sind, sondern wo tatsächlich der Kunde direkt den Preis eines Emittenten direkt bekommt und handeln kann. Und da ist das natürlich dann effizienter. Und das war tatsächlich ein Trend, der sehr viele Jahre angehalten hat. Aber nichtsdestotrotz gibt es eine Kundschaft, die genau das zu schätzen weiß, ja, diesen Börsenhandel, dass es reguliert ist, dass es einen offiziellen Börsenpreis gibt, für den ich kaufen und verkaufen kann. Wenn ich Probleme habe, rufe ich nicht beim Emittenten an, sondern kann mich direkt vertrauensvoll an die Handelsüberwachung wenden, an die ganzen Funktionen der Börse. So, und wir haben uns dann damals mit der Börse Stuttgart zusammen hingesetzt und haben gesagt, ja, eigentlich ist das ja jetzt was erstmal nicht Negatives, ja, mal abgesehen von dem Kostenteil, und sind uns dann einig geworden mit der Börse Stuttgart, um das genau zu spielen, nämlich dieses Produkt, was für den Kunden tatsächlich erstmal anders ist, weil ich einen anderen Service bekomme. Und da haben wir dann tatsächlich ein neues Segment gegründet, also die ganzen Derivate handeln an der EUWAX, und wir haben dann gesagt, wir machen ein Derivate-Segment, das nennen wir Easy EUWAX, und da lassen wir für den Kunden das Entgelt weg. Das heißt, der Kunde hat gar keinen Nachteil mehr davon, weil er eben keine Börsengebühren mehr zahlen muss. Und das wollten wir jetzt weiter bewerben, und deswegen sind wir noch einen Schritt weiter gegangen und haben als Aufmerksamkeit gesagt, für jeden Kauf, der an der Börse Stuttgart passiert, über die Comdirect, über 1.000 €, da gibt es 1 € dazu, und das war tatsächlich ein Marketing, eine Aufmerksamkeit zu erschaffen. Ja, aber trotzdem spannend, weil es natürlich dann auch, wie du gerade schon ausgeführt hast, natürlich auch so ein bisschen nochmal die ja, Sinnhaftigkeit, Abläufe von Börsen, Erklärbedürfnisse von Produkten und natürlich auch teilweise in den Vordergrund gerückt hat. Und Thomas, da will ich auch nochmal die Frage an dich wenden. Was für Produkte werden denn derzeit an der Börse Stuttgart, an der EUWAX oder auch Easy EUWAX entsprechend gehandelt? Hast du da so einen kleinen Überblick? Wir hatten ja im Vorfeld schon über Nvidia gesprochen. Werden da vielleicht die Nvidia-Produkte heute besonders stark nachgefragt? Ja, Nvidia definitiv heute. Nachdem gestern Abend die Zahlen veröffentlicht wurden und die Aktie deutlich im Plus notiert, vorbörslich, klar. Generell sehen wir, dass seit Anfang des Jahres, im Januar und Februar, sehen wir zum einen bei Anlagezertifikaten ganz klar die Discount-Zertifikate mit knapp 35% Marktanteil an der Spitze. Und auch Index- und Partizipationszertifikate konnten gut zulegen, machen circa 31% der Anlageprodukte aus. Was sehr interessant ist,
dass die meistgehandelsten Basiswerte bei Anlageprodukten neben natürlich dem Index, dem DAX-Index, sich auf eher deutsche aus dem DAX-Universum Unternehmen befindet, wohingegen bei Hebelprodukten ganz klar die Sektoren Technologie, KI ganz klar im Vordergrund stehen. Ja, das ist spannend. Man sieht also, dass sozusagen da, wo sowieso schon ohnehin Pfeffer drin ist und sozusagen die Börsensuppe schon schön warm und würzig ist, da soll sozusagen dann nochmal ein Hebel durch die Derivate geschafft werden. Das ist eine ganz spannende Szenerie beziehungsweise eine Tür und ein ganz spannender Handelsmechanismus. Den haben wir an dieser Stelle hier auch schon in öfteren in dem Format mal rausgearbeitet, dass man das wirklich sehr schön sehen kann. Also es macht wirklich Sinn, auf die Seiten sich mal die meistgehandelten Produkte auch anzuschauen. Dann hat man, wie Dirk natürlich auch gesagt hat, einen schönen Blick auch in die Richtung, was wird momentan von anderen, von der Anlegerschaft insgesamt nachgefragt. Dirk, nochmal die Frage an dich. Habt ihr alle Morgan Stanley, also na gut, alle Morgan Stanley Produkte, das ist natürlich ein Riesenuniversum, aber zumindest mal die verbrieften Derivate mit bei Easy Euwax eingezogen? Du sollst natürlich nicht alle aufzählen, aber wo kann man denn die Informationen darüber finden, welche Produkte mit dieser Kampagne oder beziehungsweise mit diesem Event hier verknüpft sind? Also es sind tatsächlich bei uns alle verbrieften Derivate, die in Deutschland zum öffentlichen Vertrieb angeboten werden. Und das sind 200.000 mit über 2.200 Basiswerten. Da findet man schon ein weites Spektrum. Wo kann ich die finden? Ich kann die finden bei der Börse Stuttgart direkt auf deren Seite. Ich kann die finden bei der Comdirect auf deren Seite. Also wenn man als Emittent Morgan Stanley eingibt, jedes Produkt ist inkludiert. Oder natürlich auch auf unserer eigenen Zertifikate-Seite, wo man auch alle Produkte von Morgan Stanley, die verbrieft sind, dann auch finden kann. Ja, spannend. Also, dass natürlich auch hier im Endeffekt wir als Protagonisten natürlich die Informationen auch da zur Verfügung stellen. Thomas, nochmal die Frage an dich. Wie siehst du denn als Vertreter jetzt hier in diesem Format der Börse Stuttgart die weiteren Entwicklungen an den Börsen? Was sind denn so deiner Meinung nach mögliche Einflüsse, Faktoren, die eben auch so eine Börsenlandschaft, den Börsenhandel eben verändern können? Worauf achtet ihr als Börse Stuttgart besonders? Genau, also wir aus Sicht der Börse stellen wir ganz klar fest, dass immer mehr Anleger, Kunden sich für so Zero-Fee-Modelle entscheiden und dass man auch in Zukunft davon ausgehen kann, dass sich dieser Trend fortsetzen wird. Genau. Wie Dirk schon gesagt hatte, diesem Wunsch sind wir mit dem Handelssegment Easy Euwax nachgekommen. Für alle dort gelisteten Anlage- und Hebelprodukte fallen unabhängig von der Depotbank keine börslichen Transaktionsentgelte an. Und darüber hinaus für auserwählte Institute entfällt sogar das Orderentgelt. Na, spannend. Dirk, nochmal die Frage an dich. Du hast bereits gesagt, ihr habt natürlich das ganze Universum geöffnet, was verbriefte Derivate angeht. Alles, was sozusagen an der Börse Stuttgart handelbar ist, über auch Comdirect natürlich, ist in dieser Aktion mit drin. Hast du vielleicht so einen kleinen Blick in den Motorraum, was für oder Maschinenraum, was für Produkte werden denn derzeit besonders nachgefragt? Also, wo seht ihr wirklich eine ganz, ganz große Nachfrage, entsprechend nach welchen Märkten oder halt natürlich auch Sektoren? Ja, also ich meine, wir sind in einer ganz interessanten Marktphase. Ja? Also wir haben ja im Prinzip alle jetzt festgestellt, dass wir in vielen Rezessionen waren. Also Deutschland Rezession, Japan Rezession, China läuft nicht gut. Ja? Wir wissen, die Zinsen werden nicht wahnsinnig schnell fallen in den ersten 2 Quartalen. Vielleicht Ende, wir reden jetzt von Ende Juni mittlerweile, dass die Zinsschritte kommen. Statt 7 reden wir jetzt von 3,5 Zinsschritten. Also wir haben jetzt viel auf den Tisch gebracht, aber das ist eigentlich jetzt tatsächlich ja eigentlich schlechte Nachrichten. Die Earnings waren gar nicht so gut, wie wir die erwartet haben, mal abgesehen von Tech-Unternehmen, die jetzt in Artificial Intelligence gerade drin sind, war das auch alles nicht so gut. Aber jetzt sind wir genau wieder an diesem Tipping Point und wir haben über neue Höchststände, ja, also neuer Höchststand im Nikkei zum Beispiel, ja, der wurde von 94, glaube ich, nicht wieder erreicht und das sind natürlich lange Zeiträume, die man braucht hat, bis die Börsen tatsächlich neue Höchststände haben. So, und was resultiert da, wo investieren die Leute? Die haben hoffentlich alle auch tatsächlich diese Tech-Werte genommen, diese New Wave von Artificial Intelligence mitgenommen und welche Unternehmen werden davon profitieren? Und das sehen wir auch, also und die gehen wirklich systematisch rein. Ich glaube, was sich verändert hat. Jeder hat gelernt, gerade in der Pandemiezeit, ja, sich mehr zu informieren und tatsächlich auch regelmäßig zu investieren. Also keiner weiß tatsächlich, wann ist denn der Weg vielleicht doch zu hoch und so. Aber wenn jemand regelmäßig was kauft, dann ist das ganz sicherlich nicht falsch. Von den Titeln im Moment natürlich in Deutschland ist immer noch DAX der meistgehandelste Basiswert. Das wird sich auch so
schnell nicht ändern. Danach kommt aber tatsächlich der Nasdaq, erstaunlicherweise, aber natürlich von den Tech-Unternehmen getrieben. Und danach kommen vielleicht die 5, 6 Tech-Namen, die wir alle kennen aus den Nachrichten, die häufig drin sind. Aber vollkommen richtig, wir sehen auch gerade bei den Anlageprodukten Vertrauen doch gerade die deutschen Investoren doch den deutschen Unternehmen, weil sie sie auch einfach besser kennen. Wir können es besser einschätzen. Wir sehen den Mercedes rumfahren. Aber Nvidia, den Chip, naja, den weiß ich, dass sie den herstellen, den sehe ich nicht direkt. Und deswegen sieht man immer so einen Trend, gerade wenn ich Anlage langfristig investiere, möchte ich ja noch besser das Unternehmen verstehen, noch besser das Produkt verstehen. Ja? Und dann kommen tatsächlich die Leute häufig zurück und gucken sich dann auch die deutschen Werte an, die wir auch gut im DAX vertreten sind. Ja, interessant. Thomas, nochmal die Frage an dich, genau. Also, Dirk hat ja gerade auch schon mal ausgeführt, dass man natürlich Informationen über die Rentenprodukte entsprechend bei Morgan Stanley beziehungsweise natürlich auch bei uns comdirect finden kann. Habt ihr explizit auch nochmal irgendeine Informationsquelle auf eurer Seite geschaffen, wo man diese Informationen abrufen kann? Und wenn ja, wo findet man die denn? Das haben wir, Informationen zu sämtlichen Produkten und auch zu dieser Aktion. Wird natürlich auch bei uns auf der Website bereitgestellt und beworben. Da laufen auch Banner, einfach auf den Banner klicken und man wird direkt weitergeleitet zu den Bedingungen es wird auch auf die Seite von Morgan Stanley dann verwiesen. Also Okay, also voller Service, im Endeffekt kann man da schon nicht vorbeikommen, wenn man auf der Seite ist, wird man da in irgendeiner Form die Möglichkeit haben hinzukommen. Dirk, nochmal eine andere Frage. Wir haben immer wieder Anfragen auch zu bestimmten Underlyings. Also Kunden fragen halt, warum gibt es das und das Derivat nicht auf die und die Aktie? Da gibt es natürlich ganz, ganz viele Gründe, warum das teilweise nicht möglich sind. Aber gibt es denn auch den direkten Draht sozusagen zu dir, zu deinem Team? Das heißt, wenn jemand eine Idee hat oder eine Frage zu einem Derivat, an wen kann er sich wenden? Sprich, hast du da eine Kontaktadresse, eine Internetseite, wie auch immer, einen Kontakt, wo man eben solche Anfragen an euch wenden kann? Absolut, und das ist total gut sogar für uns. Also es ist ja mal ganz schwierig, wir sitzen ja auch immer ohne Kunden und wir freuen uns tatsächlich, wenn Kunden uns kontaktieren, Anfragen haben. Normalerweise schaffen wir es immer recht schnell, neue Produkte aufzusetzen, neue Basiswerte auch aufzusetzen. Also wenn jemand sagt, ich hätte gerne nochmal ein Produkt auf die oder die Aktie, dann können wir es machen oder wir begründen auch, warum es nicht geht. Vielleicht ist Liquidität zu klein, vielleicht dürfen wir die eine oder andere Aktie gar nicht handeln, aber da können wir dann offen mit umgehen und das wirklich erklären. Aber normalerweise haben wir ein sehr, sehr großes Spektrum mit über 2200 Basiswerten schon und darauf die Produkte. Aber wo findet man unsere Kontaktseite? Einmal auf unserer Internetseite, da ist ein Kontaktformular, da ist die E-Mail-Adresse drauf und da ist auch direkt eine Telefonnummer. Da kann man uns anrufen, immer von 8 bis 22 Uhr. Da geht auch immer jemand ran und der kann eigentlich auch immer weiterhelfen. Super. Vielen, vielen Dank an euch beiden. War ein sehr, sehr interessantes Gespräch. Wir werden das natürlich wiederholen, auch zu anderen Themen. Natürlich dann wieder ein bisschen mehr auch in Richtung, welche Märkte, Branchen, Underlyings werden besonders nachgefragt, damit wir halt diesen Insight natürlich an unsere Zuschauer geben können. Ich bedanke mich. Grüße zum einen, ich denke nach Frankfurt an Dirk. Du bist in Frankfurt, ne? Danke, Liebe. Ja, ich bin in Frankfurt. Schöne Grüße zurück. Danke, danke. Und natürlich auch liebe Grüße nach Stuttgart zu Thomas. Vielen Dank, dass ihr euch die Zeit genommen habt. Ich danke euch. Und wir sehen uns das nächste Mal wieder, wenn dann wieder Zeit ist, hier über Derivate im Derivate-Deep Dive zu reden. Und wenn euch das Format gefällt, lasst einen Daumen hoch da, wenn nicht einen Daumen runter. Schreibt mir natürlich wie immer gerne in die Kommentarzeile eure Anregungen, Gedanken, Kritik und Wünsche rein. Und natürlich auch Themen, über die wir sprechen können in diesem Format, in diesem Dreigestirn-Konstellation oder natürlich auch dann wieder direkt mit Morgan Stanley. Also ihr merkt schon, Transparenz ist hier angesagt und eure Fragen sollen beantwortet werden. Demzufolge bis zum nächsten Mal. Vielen Dank, macht's gut. Ciao, ciao.